Was ich einfach nicht will, ist, wenn es so aschgrau ist. Ich will nicht, dass es dann so aschgrau ist. Das hier finde ich viel schöner, als was du mir vorhin gezeigt hast. Sowas finde ich viel schöner. Es ist eine rechte Veränderung, aber das soll es auch sein. In den letzten Monaten fanden alle, aber du kannst doch nicht auch noch mit blonden Haaren nach Indien gehen. Weiß bist du sowieso schon, damit fällst du auf. Eine Frau bist du auch und dann noch blond? Das ist zu viel des Guten. Und jetzt machen wir alles anders. Statt kurz und blond wird es jetzt lang und braun. Meine Damen und Herren, mein Name ist Colette Kamenisch. Ich lebe und arbeite als Ärztin in der Schweiz. Wir sind hier im Medicity, ein Spital 40 Kilometer außerhalb von Hyderabad, auf der kraniofaszialen Abteilung, wo diese Kinder mit den Spalten operiert werden. Ich möchte euch hier mal ein Kind zeigen. Hoffentlich beginnt es nicht gleich zu schreien. Das ist ein kleiner Junge, der letzte Woche operiert wurde. Er ist wenigstens einer, der nicht so scheu ist. Er hatte eine Lippenspalte, die operiert wurde, und sobald es hier verheilt ist, kann er mit seiner Mama zurück in sein Dorf. Ich habe ihn total in mein Herz geschlossen. Er war eines der wenigen Kinder, die letzte Woche nicht sofort zu schreien anfingen, als ich sie in die Arme nahm. Und seine Mama ist ganz stolz, dass ich so viele Fotos von ihm gemacht habe. Und wie es aussieht, ist er im Moment auch ganz happy. Das ist ein Kind, das noch nicht operiert wurde. Ein Kind mit einer Spalte. Lippen, Kiefer, Gaumen, eine vollständige Spalte. Mein Ziel ist es, einmal plastische und rekonstruktive Chirurgie zu machen. Was in Indien gemacht wird, ist auch auf der einen Seite Ästhetik, aber es hat auf der anderen Seite auch etwas mit Funktionalität zu tun. Diese Kinder können nicht schlucken. Sie haben Mühe, sich sozial zu integrieren. Da fragt man sich, wie viel ist da Funktionalität und wie viel ist Ästhetik. Aur sundar? Kya hoti hai sundarta? Kahan hoti hai? Kisi cheez mein hoti hai? Ya ke dekhne wale ke man mein? Agar aap se koi puche ki ye kya hai, to aap kya kahenge? Patthar, yahi na? अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भगवान। लेकिन वास्तव में जो आपकी आंख देख रही है, वो क्या है? पत्थर। तो फिर इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने, आपके प्यार ने। Wir fahren in diese entlegenen Dörfer, um die Leute über die Möglichkeit einer Spaltenoperation aufzuklären und den Transport der Kinder zu organisieren. Die Leute hier würden sonst gar nie von unserem kostenlosen Angebot erfahren. Wir erklären ihnen also den großen Nutzen einer Spaltenoperation. Wisst ihr, dass man eine Spalte operativ behandeln kann? Hier in der Gegend hat es 25 Dörfer. Allein im nächsten Dorf leben bereits zwei Spaltenkinder. Sie möchten es gerne operieren lassen, wissen aber nicht wo. Das Schwierigste ist nicht die Operation, sondern den Betroffenen einsichtig zu machen, dass eine Operation nötig ist.
Wie alt ist sie? Sie ist 5 und besucht die Primarschule. Glaubt mir, nach der Operation geht sie noch viel lieber zur Schule. Dr. Goslar ist ein Mann mit einer wahnsinnigen Energie. 1997 startete er mit dem Ganzen. Einfach aus Freude, diese Kinder operieren zu können, baute er aus 150 Operationen pro Jahr ein Unternehmen mit 2500 Operationen pro Jahr auf. Diese Spalte wurde aber nicht von dir operiert, oder? Ich sah nur, dass du eine ganz andere Technik hast, nicht? Ja, das wurde nicht von einem Spezialisten gemacht. Aber es ist trotzdem gut gemacht. Wie heißt sie nochmals? Shravani. Sie hat Glück gehabt. Ihr Gaumen ist normal entwickelt. Eigentlich ist alles normal entwickelt. Nur der Backenknochen ist etwas unterentwickelt. Er ist zu kurz, weil der Muskel nicht an der Scheidewand sitzt. Eine Lampe, um in den Mund zu schauen, wie ausgeprägt es ist, und diesen Spatel, um die Zunge herunterzudrücken. Mehr braucht man gar nicht, um ein Kind zu untersuchen. Ich bin natürlich in der Schweiz Hightech-Chirurgie gewohnt und bin darum sehr erstaunt, dass man hier in Indien mit sehr viel weniger Material und Instrumenten so schöne Operationen zustande bringen kann. Darum stellte ich mich bei Professor Seiler vor. Und danach ging alles relativ schnell. Sie wollte unbedingt was tun. Und sie war so intensiv, dass ich mir gedacht habe, die bewegt was. Die bewegt was. Wir haben schon mal so Beispiele gehabt, nicht? Von jungen Frauen, die einfach mal was Tolles und Gutes machen wollten und mal auch raus wollten aus dem üblichen Medizintrott. Und da ist sie auf mich zugekommen. Es tropft schon wieder. Ich habe es erst reparieren lassen und jetzt ist es schon wieder undicht. Sagst du ihm, dass ich eines der Kinder vorbeibringen möchte? Es ist alles unglaublich kompliziert. Sie wartet dort. Sie ist als Nächste dran. Gestern um Mitternacht ist dieser Bus eingetroffen und jetzt warten sie hier seit 8 Uhr morgens darauf, dass sie aufgenommen werden, dass sie registriert werden, dass die Chirurgen sie sehen, der Kinderarzt und so weiter. Ich habe mit meiner Stiftung in Indien angefangen. Und wir haben dort 3 Zentren bis jetzt. Mangalore als erstes Zentrum, dann Hyderabad und das neueste ist Madras. Und wir haben dort in den letzten Jahren einige tausend Kinder schon behandelt. Es ist übrigens in anderen Ländern auch so, dass es Millionen von Menschen mit Spaltbildungen gibt. Es ist die häufigste Missbildung. Jeder von uns kann ein solches Kind bekommen. Wir tragen offensichtlich diese Anlage in uns. Aber es sind sicher weltweit viele, viele Millionen Menschen mit Spalten gestraft von der Natur, möchte ich sagen, ohne dass sie je eine Behandlung bekommen. Wir wollen Zentren etablieren in diesen Ländern, wo ortsansässige Spezialisten, die wir ausgebildet haben, arbeiten lebenslang. Was wir hier machen, sind präoperative Abklärungen.
Das heißt, die Kinderärztin fragt, ob irgendwelche Krankheiten bekannt sind, wie die Geburt verlief. Das entspricht ziemlich genau dem, was wir in der Schweiz auch machen. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie wir das gewohnt sind. Wir stehen im Dienst von fast 80 Millionen Menschen. Denn wir sind die einzige Kleft-Klinik im Umkreis von fast 1000 Kilometern. Wir operieren nur Lippen, Kiefer und Gaumenspalten. In der Woche machen wir im Schnitt 50 Operationen, das heißt 12 täglich. Rund 35.000 Spaltenkinder werden in Indien jährlich geboren. Das heißt, eines von 746 Kindern kommt mit dieser Missbildung zur Welt. Wie ist dein Name? Sag ihn mir laut. Schau mal hier, Shravani. Wie? Ich hab's nicht verstanden. Balla, Abbai, Fanu. Fanu. She has problem with sounds like topi. Since she has. Sie hat gewisse Probleme mit Explosivlauten. Aber die könnten schlimmer sein, oder? Okay. Gut, gehen wir zum nächsten Untersuch. Darf ich das Spielzeug wieder haben? And now she wants to have it, huh? Es gibt zwei Ursachen für diese Missbildung. Eine ist die häufige Heirat zwischen Blutsverwandten. Das wird gemacht, damit das Geld in der Familie bleibt. Die zweite Ursache ist ein Mangel an Folsäure während der Schwangerschaft. Sind Sie mit Ihrem Mann blutsverwandt? Ja, er ist der Bruder meiner Mutter. Die indische Regierung hilft uns nur bei der Registrierung der Patienten. Zur Behandlung oder zur Prävention fehlt jedoch das Geld. Unsere Arbeit wird mit Spendengeldern aus dem Westen, also aus der Schweiz oder Amerika, finanziert. Die Cleft Children International unterstützt unser ganzes Programm, also den chirurgischen Eingriff, die Zahnkorrektur und die Sprachtherapie. Die Smile Train Stiftung bezahlt nur die Operation. Die Liliane Stiftung aus Holland möchte die Kinder sogar adoptieren. Wir operieren die Kinder und sie finanzieren ihre Ausbildung. Wo geht's hier zum Bluttest? Halten Sie sie fest. Viele Kinder mit Missbildungen werden nach ihrer Geburt getötet. Ich selbst habe es zwar noch nie gesehen, aber ich bin überzeugt, dass es geschieht. Also da beginnt es schon mal. Sie haben ein schweres Leben vor sich. Sie gehen kaum zur Schule, sie leben sozial isoliert, können nicht arbeiten und fallen so der Familie finanziell zur Last. They basically become a burden on their parents, who themselves are not very, don't have much money on their own. Well, you know where Kasim is? Wissen Sie, wo Kasim ist? You know Kasim? Hey, Er sollte ein paar Fotos machen, aber ich finde ihn nirgendwo. Sie wissen es auch nicht? We don't know. Kasim? Kasim, it's me. Kasim, ich bin es.
Oh, bist du noch nicht fertig? Okay. Als ich sie nach der Geburt zum ersten Mal sah, fragte ich mich, warum gerade sie? Was sollte ich nun tun? Wir wussten, ein privates Spital könnten wir uns nie leisten. Sie würde dann mit ihrer gespaltenen Lippe leben müssen. Alle Mitschüler rufen sie immer nur Behindertenschwester. Niemand ruft sie bei ihrem richtigen Namen, Shravani. Sie fragt mich dann immer, warum sie niemand Shravani nennt. So werden wir sie auch nie verheiraten können. Wenn das hier jetzt gut geht, dann wird sie zumindest heiraten können. Dann wird sie es im Leben leichter haben. Die nächsten 10 Tage werden ihr Leben verändern. Irgendwie haben sie hier das Gefühl, man lege einen Zauberstab drauf und dann. Aber dass es einen Eingriff braucht, dass es Wundheilung braucht, dass es Fäden braucht, die man dann aber auch wieder herausnehmen muss, das alles ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Heute ist sowieso ein turbulenter Tag. Wir laufen alle nur auf Notstrom. Im Moment warten 10 kleine Kinder dringend darauf, dass man sie operiert. Und das Problem ist, dass viele der Kinder grauenhaft zu husten beginnen. Sie sind nicht an das feuchte Klima gewöhnt und auch diese Kinder hier machen im Moment nicht so einen gesunden Eindruck wie sonst. Meistens sind sie etwas aktiver. Dies ist ein Baby, das auch operiert wurde. Man sieht hier noch die Fäden. Und sie wartet jetzt, bis die Fäden herausgenommen werden. Das ist etwas, was nicht so einfach ist bei Kindern. Das Problem ist auch, dieses Kind fühlt sich jetzt schon relativ warm an. Wahrscheinlich ist es schon am Fiebern, wie die meisten hier. Sie sind halt alle nahe beieinander und so kommt es zu Infekten und. Was ihr auch seht, Windeln sind etwas, was es hier nicht gibt. Das ist absolute Luxusware. Es gibt keine Windeln. Die Kinder urinieren einfach irgendwo in einer Ecke und das ist total unhygienisch. Eigentlich schade, kann man das nicht auch aufnehmen, aber es riecht hier drin auf jeden Fall ziemlich ekelhaft. Unsere Kinder würden das hier nicht überleben, also ich wüsste nicht wie. Es ist wirklich nicht auf unserem Standard von Sauberkeit. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch darüber, dass die Räume nicht sauber seien. Und ich sagte, ja, dann reinige ich doch einfach öfter. Da war der Kommentar des Putzpersonals, das geht nicht. Jeden Morgen sieht es wieder gleich aus, weil die Ratten hinter die Abfalleimer gehen. Da war mein Vorschlag, man könnte diesen Ratten doch einfach Rattengift geben. Doch das wurde nicht so begeistert aufgenommen. Denn dann liegen diese Ratten tot herum und niemand ist bereit, sie zu beseitigen. Und niemand ist gewillt, die Ratten zu beseitigen.
Das verstand ich nicht ganz, doch sie erklärten mir, dieses Gebäude hat zwischen allen Wänden Hohlräume für die Lüftung. Wenn dann Tausende von Ratten tot in den Lüftungsschächten liegen, ist der Geruch nicht sehr angenehm. Und das verstehe ich. Das Ganze kommt einem manchmal vor wie ein Fass ohne Boden. Zwei Tage nicht operieren, weil der Strom fehlt, vier Tage nicht operieren, weil die Fäden nicht vorhanden sind und weil es keine Antibiotika hat. Und wenn alles da ist, dann hat die Anästhesie die Hälfte der nötigen Mittel nicht. Also das ist schon extrem zermürbend. Das war jetzt ein kläglicher Versuch, das Kind aufzunehmen. Aber sobald es die Mutter nicht mehr hat, geht's dann nicht mehr so gut. Wie man vielleicht hört, die Atemwege sind nicht mehr so gut wie gestern. Hier drin ist es etwa 20 Grad und die Kinder warten zum Teil Stunden, bis sie an der Reihe sind. Wenigstens ist meistens die Mutter oder der Vater dabei, das beruhigt die Kinder enorm. Wären hier nur die Schwestern anwesend, würden diese Kinder vor Angst völlig ausflippen. Diese Frau wollte mir vorhin das Kind geben und zeigen, das geht meistens nicht. Sie sind sowieso schon am Rande der Erschöpfung. Und wenn dann noch ein Fremder das Kind hält, ist das meistens nicht mehr so eine tolle Sache. Nicht alles für die Operation nötige Material ist lokal erhältlich. Manchmal fehlt uns irgendetwas Bestimmtes, was dann zu langen Wartezeiten führt und uns blockiert. Aber Indien bleibt Indien. Gewisse Dinge funktionieren einfach nicht reibungslos. Wenn etwas fehlt, müssen wir unsere Arbeit kurz unterbrechen, versuchen dann aber, den Betrieb möglichst schnell wieder aufzunehmen. Ich bin begeistert von der Energie gewisser Leute hier, die trotz all der Schwierigkeiten einfach weitermachen. Vor einer Woche hatte ich das Gefühl, ich würde mich daran gewöhnen, aber ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ja, das ist es nun also. Was ist das? Ich beschaffte Geld, um ein neues Schlafhaus für die Patienten zu bauen. Das Spital vermietet es nun aber an Dritte weiter. Das sind nicht mal unsere Patienten. Das ist frustrierend. Ich kann dich gut verstehen. Sowas ist deprimierend. Seit wir Stiftungsgelder bekommen, funktioniert alles besser. Aber wir haben immer noch viele administrative Probleme, vor allem weil wir Teil eines größeren Spitals sind. Es wäre besser, wenn wir ein eigenes Spital hätten. So wie es jetzt ist, fließt nur ein Teil des Geldes in unsere Abteilung.
And we cannot utilize every penny that comes into this program. So now this. Und zeigst du diese Fotos nun der Spitalleitung? Das bringt nichts. Das sind doch alles Gauner. Everyone is a crook. Today was very sick in the morning. Ich war heute Morgen verärgert. Es ist dann aber der Adrenalinkick, der mich und die Dinge erst recht zum Laufen bringt. Und wenn dann alles rund läuft, kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. And automatically when those things are working, it has made me also to work. It makes me absolutely mad. Es macht mich wahnsinnig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Damit kann er besser umgehen als ich. Ich kämpfe wie eine Idiotin, bis alles wieder nach Plan verläuft. Like an idiot just to know that things should go on like they should. Genau da liegt der Unterschied zwischen uns Indern und euch Schweizern. Wir Inder glauben daran, dass Dinge möglich sind. Und sie könnten geschehen. Und so geschehen sie schließlich auch immer. Das stimmt nicht. Auch dir platzt manchmal der Kragen. Dann bist du auch frustriert und schreist. Das klingt so, als ob du immer nett wärst. Das ist nicht wahr. Frustration gehört auch zum Leben. Man muss lernen, mit ihr umzugehen. Wenn man nie frustriert ist, dann erreicht man sein Ziel nie. Gut, vielleicht muss ich das noch lernen. Warum seid ihr nicht an der Arbeit? Wir haben uns entschieden zu gehen. Bin ich denn ein Idiot? Ich bilde euch aus und jetzt wollt ihr einfach weglaufen. Ihr seid in 5 Minuten wieder hier an der Arbeit. Wenn nicht, breche ich euch alle Knochen, ist das klar? Glaubt nicht, dass ihr einfach so davonkommt. Ihr lernt mich noch kennen, das garantiere ich euch. Diese Leute laufen einfach davon, weil sie zu faul zum Arbeiten sind. Der vorhin sagte, er gehe in ein anderes Department, wo er nicht so viel arbeiten müsse. Packt beide eure Sachen. Ich habe genug von euch Arschlöchern. Deswegen habe ich dich gestern gefragt. Du sagtest, du könntest es ertragen. Ich kann damit schon umgehen. Wenn ich einmal mit Operieren angefangen habe, kann ich mich entspannen und bin zufrieden. Schön und gut. Ich könnte das nicht. Der Tag sollte mit einer Frustration beginnen. Warum denn? Komm schon, die Dinge sollten doch rundlaufen. Mir fehlen die Arbeitskräfte. Das Spital stellt mir keine eigenen Ärzte zur Verfügung. Kannst du dir vorstellen, wie schwer ich nachts überhaupt schlafen kann? Da ist kein Arzt in diesem Gebäude. Ich weiß, deshalb wunderte ich mich ja und fragte dich, wie du das aushältst. Du meintest nur, ich hätte zu viel Emotionen. Oh, yes. Das Problem ist, von der Spitalleitung kümmert sich keiner um gar nichts. Ich habe es satt, in diesem System so weiterzumachen. Es fehlt einfach an allem. Organisation, Material, Arbeitskräfte. Jeden Tag muss ich von neuem.
Ich habe das Gefühl, dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird. Wenn ich wiederkomme, wirst du nicht mehr so arbeiten. Es macht doch mehr Spaß, in seiner eigenen Klinik zu arbeiten. Habe ich dir die Geschichte um diese Pflanze schon erzählt? Ich habe sie geschenkt bekommen, als ich hier vor 2,5 Jahren anfing. Ob du mir glaubst oder nicht, aber bei jeder neuen Stiftung, die ich dazu gewinnen konnte, ist ihr ein neuer Sprössling gewachsen. Der mittlere Spross kam mit der Cleft Children International, der kleine mit Smile Train. Bei jeder neuen Stiftung wächst ein neuer Spross. Aber ich sehe keinen neuen. Der kommt noch. Yes, Shakil. Goslar, ein Tag weg und alle hängen nur noch rum. Du musst als ewige Feder von diesem Ganzen dienen und das 6 bis 7 Tage pro Woche. Er sagt immer, wenn du willst, dann schaffst du alles. Und wenn sie dich daran hindern wollen, dann erst recht. Meine Bewunderung. Diese Mütze ist ein Geschenk von einem Kollegen, damit die Kinder mich lieben und denken, ich sei einer von ihnen. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ich finde, ein Chef sollte sich von den anderen unterscheiden. Er kann dabei ein Clown oder ein Held sein. Was ihm besser steht, das soll jeder selber entscheiden. Ich wünschte mir, die Schweiz könnte uns Colette spenden. Sie hat mich zum Nachdenken über mich und meine Situation gebracht. Mal was Neues, wir haben Strom und sogar Wundfaden. Haben wir auch Antibiotika? Ja, wir haben alles. Alles? Das soll ich dir glauben? Oh, die sind ja nass. Alle sind so ruhig, das bin ich von euch gar nicht gewohnt. Jetzt geht es vor allem darum, die Muskeln richtig zu befestigen, damit sie sich in der Wachstumsphase des Kindes richtig herausbilden. Wow. Wir haben sogar den richtigen Wundfaden. Dank meinen Jungs. Die können alles auftreiben. Diesmal sogar 2 Schachteln. Mein Geschenk fürs Wochenende. Hoffentlich reicht's bis Montag. Es ist mir eine Ehre, dich als Assistentin zu haben. Umgekehrt. Ich fühle mich geehrt. Trotzdem vielen Dank. Ich habe meine Tricks im Westen gelernt. Ich kenne diese Tricks nicht. Und jetzt lernst du von mir, was mich wiederum ehrt, nicht? Würdest du gerne mit moderneren Instrumenten arbeiten? Das ist eine Frage wie, möchtest du gerne einen BMW oder eine alte Kiste fahren? Okay, das war eine blöde Frage. Vielleicht bist du ja glücklich mit dem, was du hast. Ich muss glücklich sein mit dem, was ich habe. Sieht seltsam aus. Passt das so? Ja, sicher. Der Nasenknorpel ist in sich zusammengesackt. Um dies zu beheben, wird später eine zweite Operation nötig sein. Zudem braucht sie später auch eine Knochenplastik. Sind Sie zufrieden, Dr. Goslar? Wenn es die Mutter ist. Aber Sie sind zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Sieht gut aus, nicht? Ja, sehr schön. Mm-hmm.
Ich finde die Chirurgie, die sie mit diesen Mitteln machen, ausgesprochen gut. Aber das mit der Ästhetik ist hier nicht so wichtig. Das heißt, die Integration ist wichtig. Die Kinder werden genauso verstoßen wie bei uns auch, wenn sie nicht angemessen aussehen. Aber ich denke nicht, dass da keine von diesen Frauen daran denkt, sich. Aber ich denke nicht, dass hier eine dieser Frauen daran denkt, sich eine Brust verschönern zu lassen oder ein Fältchen sich aufspritzen zu lassen. Fältchen aufspritzen oder wegmachen, so, ich glaube nicht, dass die Probleme so wahnsinnig angemessen sind. Es relativieren sich hier gewisse Sachen. Trotzdem finde ich natürlich das, was ich später einmal machen werde, auch etwas Gutes. Das hat mit dem hier nichts zu tun. Mein Wunsch, plastische Chirurgin zu werden, hat sich deswegen überhaupt nicht vermindert. Denn das ist ein anderes Land, hat andere Probleme. Wir haben unsere. Wir haben die Falten, zu kleinen und zu großen Busen und so weiter. Er sagt, es sei sehr schön geworden und sie seien glücklich. Sie seien ein wenig sprachlos und allen vom Team sehr dankbar. Grateful to you all. Gut. Chanchal, Sheetal, Nirmal, Komal, Sangeeti, Devi, Swar, Sajini. Chanchal, Sheetal, Nirmal, Komal, Sangeeti, Devi, Swar, Sajini. Venkala ist jetzt 4 Tage postoperativ. Vor 4 Tagen haben wir sie operiert. Man sieht hier noch die Fäden und man sieht, wie es schon gut am Zuheilen ist. Die eine Nasenhälfte ist noch nicht ganz, wie sie sein sollte, aber das hat 2 Gründe. Auf der einen Seite ist es leicht geschwollen und auf der anderen Seite sind noch Kompressen drin, denn dieser Nasenflügel war ja nicht ganz so, wie er hätte sein sollen. Versuchen wir es bei der Mama, das geht auch. Das ist der Inbegriff dieses Landes. Man schläft auf dem Fußboden, man isst auf dem Boden, man macht sogar Chirurgie auf dem Boden. Aber wenn sie dies beruhigt, dann braucht sie von mir aus nicht auf dem Stuhl zu sitzen. Das ist gar nicht so schlimm, jetzt hast du es bald geschafft. Und wenn sie den Schreck vom Kleberentfernen überstanden hat, wird sie sich vielleicht selbst einmal freuen. Schaut mal den fast perfekten Lippenverlauf an. Die Muskeln haben ein Gedächtnis. Die Lippe wird zu ihrer ursprünglichen Form zurückfinden. In einigen Jahren wird die Lippe wieder fast vollkommen aussehen.
It will be nearly perfect. Sie will sagen, dass ein Chirurg zuerst mit dem Herzen und dann mit den Händen arbeiten sollte. Wenn man etwas mit offenem Herzen tut, gelingt es auch. Er mag zwar ein verrückter Typ sein, aber er macht es mit Herz und das gefällt mir. Deshalb ist unsere Freundschaft so gut. Ich ahnte, er ist verrückt. Jetzt weiß ich's. Und das macht ihn irgendwie nur noch sympathischer. How do you call that? Sympathetic? Yeah, sort of. Wenn morgen wieder der Strom ausfällt, wirst du dann am Sonntag oder Montag operieren? Es könnte Dienstag werden. Die werden ohnehin nur herumsitzen und nichts tun. Wer? Die MediCity Spitalleitung. Ach die. Auf die habe ich die letzten 3 Jahre gewartet. Da fallen einige Tage mehr wirklich nicht mehr ins Gewicht. Eines Tages werde ich mir darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Es könnte also sein, dass du bald in einer kleineren Klinik arbeitest? Ja, das könnte gut sein. Doch wer weiß, was das Leben bringt. Das kann man nie vorhersagen. Ich weiß schon. Vielleicht wird es noch viel besser. Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendet. Ich bin völlig überrascht. Vor einer Woche bekam ich einen Anruf von Goslar. Sein großer Traum, an einem anderen Ort ein Spital zu eröffnen, ist in Erfüllung gegangen. Und das nur 2 Monate nach meiner Abreise aus Indien. Es warteten fast 100 Patienten auf eine Operation. Einige davon konnte ich operieren, die anderen schickte ich zu einem befreundeten Arzt. Natürlich bezahlte ich ihn für die Operationen. Ich konnte fast alle operieren. Am Schluss waren es noch 10 Patienten, doch beim 6. ging uns das Operationsmaterial erneut aus. Da hatte ich genug und packte meine Sachen. Alle kamen mit mir, alle meine Ärzte und Angestellten. Dann hat es also geklappt. Das kostet euch einen Drink. Okay. We got the point. Wenn Dinge, die man sich im Kopf vorgestellt hat, geschehen, dann trifft das einen mitten ins Herz. Not in the brain, but in the heart. Cheese flat. It's a lot of. Hier ist ganz viel Schweizer Käse. Wir hätten nie gedacht, dass wir heute in einem Haus in den Schweizer Bergen bei Colettes Eltern sitzen würden und das Leben einer Schweizer Familie genießen können. Nach den turbulenten letzten Monaten gönnen wir uns hier eine Ruhepause. In erster Linie sind wir jedoch hier, um mit der Cleft Children International neue Verträge abzuschließen. Which the ICLPF is also part of. Ich meine, wenn man einen starken Chef hat, dann kann der auch, wenn Dinge durchgesetzt werden müssen, natürlich sehr viel bewirken. Und das haben wir in Hyderabad. Nicht? Goslar Reddy ist relativ jung. Er ist hochaktiv, er hat in sehr kurzer Zeit ein riesiges Team zusammengestellt, er hat sehr viele Leute ausgebildet. Es ist das Zentrum, das die meisten Spalten operiert im Moment. Can I come out? Okay, another one who looks really, really different. Noch einer, der völlig anders aussieht. Schön weiß und sauber. So habe ich euch noch nie gesehen.
Perfect. So. Also. That's big moment. Yes. It means a collaboration. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und den Aufbau einer neuen Kleftklinik unter den hier festgelegten Bedingungen. Lassen Sie uns diesen Vertrag in gegenseitigem Vertrauen unterzeichnen. Ich hoffe, das Projekt wird großartig. I hope the outcome will be great. This is fantastic. Brilliant. In 15 years time. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Möge Gott mir die nötige Kraft geben für die nächsten 15 Jahre. Das werden Sie bestimmt hinkriegen. Ich habe euch mal gefragt, was ihr voneinander lernen konntet. Für mich hat sich da gar nichts verändert. Für mich schon. Wir wünschen uns, dass Colette in Hyderabad bleiben könnte. Dann können meine Frau zu meiner Rechten und Colette zu meiner Linken stehen und mich anbrüllen. Das ist typisch für dich. Ich wäre nur zu deiner Linken. In Indien ist immer die Ehefrau an der rechten Seite. Oh, ach so, das wusste ich nicht. Wenn ihr Schweizer wäret, würde ich euch jetzt küssen. Aber bei den Indern darf man das ja nicht. Also lassen wir es bei Ich liebe euch beide. Thank you. Okay. We love you. Great. Jetzt bin ich da, jetzt geht's wieder um großen Busen, kleinen Busen. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt dreht es sich wieder um großen Busen, kleinen Busen. Hier zu Hause geht's wieder um Hernie ja, Hernie nein. Was ich nach 2 Monaten sagen kann, ist, es tat mir unglaublich gut. Ich bin im Moment auch extrem erschöpft, das merke ich immer noch. Und was ich dir ganz am Anfang gesagt habe, auf die Frage, was ich erwarte, ich glaube, ich sagte dir, ich erwarte ein Abenteuer. Das war es und ich werde es nie vergessen. Ich habe gesagt, ich erwarte ein Abenteuer. Das war es und ich werde es wirklich nicht mehr vergessen.